Servus Leute und willkommen zu einem neuen Destiny 2 Video von mir, dem Ilias. Diese Woche haben die Hüterspiele begonnen und ja, wirklich viel hat sich zu den Vorjahren eigentlich nicht geändert, zumindest nicht gravierend. Warum ihr die Hüterspiele meiner Meinung nach aber trotzdem unbedingt spielen solltet, vor allen Dingen jetzt, das möchte ich euch in diesem Video verraten. Bevor wir aber in die News einsteigen, ganz kurz etwas zu meinem Werbepartner AssMMO. Dort könnt ihr nämlich bis zu 50% günstiger Silber für Steam kaufen und wenn ihr den Code Ilias verwendet, bekommt ihr noch einmal 3% Rabatt dazu. Also, warum solltet ihr die Hüterspiele spielen? Naja, außer dass die Jäger unbedingt Verstärkung brauchen, verdammt, wir sind am Verlieren, gibt es diese eine Belohnung, für die es sich auf jeden Fall lohnt. Die neue Maschinenpistole, der Titel. Diese Maschinenpistole ist wirklich etwas Besonderes und ihr solltet nicht verpassen, sie zu farmen. Warum? Nun, der Titel ist eine 750er leere SMG mit einem ziemlich guten Perkpool, die mich stark an eine echte Legende erinnert, die Iklus SMG. Okay, aber wir haben ja schon eine fantastische leere Maschinenpistole, die Trichternetz, die im PvE einfach alles shreddert. Wieso sollte ich dann nach der MP der Titel noch grinden? Nun, zum einen, weil viele von euch vielleicht die Trichternetz zwar haben, aber nicht in einem guten Roll und in so einem richtig guten Roll ist sie einfach schwer zu bekommen, weil sie nicht farmbar ist. Und die MP der Titel dagegen ist in den kommenden Wochen über das Event farmbar und die Chancen auf einen PvE oder PvP God Roll stehen hier sehr gut, insbesondere jetzt gerade. Aber was sie wirklich zu einem Unikat macht, ist ihre Ursprungseigenschaft, stilvoller Herausforderer. Todesstöße mit dieser Waffe gewähren Klassenfähigkeitenenergie. Diesen Perk gibt es zum einen nur auf dieser Waffe, die man nur noch diese Season bekommen kann, und zum anderen ist er verdammt gut, der Perk. Es macht tatsächlich einen riesen Unterschied. Gerade mit Lehre 3.0 ist unsere Klassenfähigkeit mit die wichtigste Fähigkeit geworden, insbesondere beim Jäger und beim Titan. Hiermit starten wir alle Kämpfe und ja, noch schneller eine Barrikade setzen zu können oder insbesondere mit dem Überschild noch schneller unsichtbar zu werden, das ist verdammt wichtig geworden und macht die Gameplay-Loop einfach noch zuverlässiger, vor allen Dingen im Endgame wie im Spitzenreiter. Und wenn man das Ganze so ein bisschen testet beim Jäger, wenn man Mobilität auf Stufe 10 hat, dann verringert sich hier die Abklingzeit pro Kill um circa eine Sekunde. Beim Warlock sind es zum Beispiel sogar 2 Sekunden, wenn man da maximale Erholung hat. Und das ist einfach deutlich spürbar. Okay, okay. Wir haben jetzt verstanden, die Waffe ist ziemlich gut. Also nicht OP oder so, aber ziemlich gut. Und gerade wenn man doch ein Sammler ist, wäre es echt schade, sie zu verpassen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir den Titel unbedingt jetzt farmen sollten. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dass es bei den Drop-Raten der Waffen einen Bug gab, beziehungsweise gar nicht gedroppt ist, außer der einen, die man ja für die Quest bekommen hat. Bungie hatte das Problem gefixt, also gestern schon, und jetzt droppt die Waffe, wenn ihr Medaillen abgibt. Egal welche Medaillen, Bronze, Silber, Gold und Platin, es hat eine Drop-Chance. Allerdings hat Bungie bestätigt, dass die Drop-Chance bei höherwertigen Medaillen wohl auch größer sein soll. Was Bungie uns auch verraten hat, um den schlechten Start ein wenig zu kompensieren oder sich zu entschuldigen sozusagen und zu entschädigen, haben sie die Drop-Rate der Waffe deutlich erhöht. Und oh man, das sind wirklich fantastische Drop-Raten. Ihr seht es auch im Hintergrund, für hier 3 Medaillen oder was habe ich 3 SMGs bekommen. Ja, es kommen einfach immer mehrere SMG-Drops eigentlich pro Medaille oder pro höherwertige Medaille. Es ist jetzt eher ein Platzproblem geworden, als ob sie droppt oder nicht. Das wahrscheinlich ist, dass Bungie die hohe Droprate demnächst aber wieder runterfahren wird, vielleicht so Richtung Dienstag, mal gucken zum Reset, und ihr einfach noch auf der Suche nach einem PvE oder PvP Godroll seid, dann farmt jetzt nach Medaillen, die ihr dann abgeben könnt. Die wohl effektivste Methode, um Medaillen zu farmen, ist in der legendären Story-Mission. Das Ganze hatte Cheese Forever ausgefunden. Da habe ich das Video von ihm einfach mal unten in der Beschreibung verlinkt. Wobei ich gleich sage, die Methode wird wahrscheinlich auch bald gefixt werden. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Story-Mission Investigation, mir fällt gerade der deutsche Name nicht ein, zu machen. Das ist so eine Solo-Möglichkeit, um das Ganze zu farmen. Auch da kann man Platin-Karten ganz gut farmen. Ich persönlich, wenn wir jetzt auf die normale Art und Weise Medaillen farmen wollen,
finde es eigentlich am besten, wenn wir uns zum Beispiel einen Einsatztrupp schnappen und dann in die verlorenen Sektoren auf dem Schwierigkeitsgrad Großmeister reingehen. Da brauchen wir circa 2 Runs, um so eine Anwärterkarte auf Platin abzuschließen. Oder, das finde ich eigentlich noch attraktiver, ihr nehmt die Raid-Anwärterkarte und farmt einen Dungeon-Encounter immer und immer wieder. Da könnt ihr jetzt einen aussuchen, den ihr gerade braucht, wo ihr dann vielleicht noch die Chance auf eine gute Waffe habt oder so auf einen Drop. Sehr gut ist zum Beispiel der Ogre-Encounter im Dungeon Sog der Habsucht oder auch dem Boss-Encounter, der dauert halt ein bisschen länger, aber man hat eben eine richtig gute Waffe, die noch droppen kann. Oder wenn es einfach nur schnell gehen soll, dann der erste Encounter im Dungeon Prophezeiung. Das Geniale hierbei ist, wir brauchen circa 3 Runs, also wir müssen 3-mal einen Encounter machen, um eine Platin-Card abzuschließen. Aber für jeden Abschluss des Encounters bekommen wir eine Silbermedaille on top. Und wie gesagt, die Dungeon-Waffen entsprechend oder Rüstungen, die droppen uns auch. PS, solltet ihr mal keine Lorbeeren haben, dann farmt ihr diese am einfachsten mit Fähigkeiten-Kills im Eingang vom Sog der Habsucht-Dungeon. 500 Lorbeeren in 10-15 Minuten, das ist da gar kein Problem, also sollte das auch kein Ding sein. Tja, und das war's eigentlich auch schon zu meinem kurzen Infovideo. Habt ihr schon einen Godroll oder SMG? Beziehungsweise wo farmt ihr danach Medaillen? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, das von mir sind nur einige, die ich mal hier erwähnt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like oder ja, einen Kommentar einfach freuen, wie ihr das Ganze macht. Vielleicht sogar ein Abo, dann verpasst auch ihr keine weiteren Videos mehr von mir, dem Elias. Ja, was soll ich noch sagen? Außer noch einen wunderschönen guten Tag euch und bis zum nächsten Mal, euer Elias. Ciao.